Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I have a pleasure today to just show you how to make potato salad. Before then, I like to thank every one of you who has taken time to subscribe to my channel. And those who haven't subscribed, please, I request you to subscribe. Give me thumbs up, I will appreciate that. If you like my videos, please share them with your friends and leave me a comment. And if you like, you can even try one of these dishes that I am doing. So I am based in Germany, and one of the Germans' favorites is potato salad. So please stay tuned and just watch the stages. Hi, guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr Lieben. Für die, wo mich nicht kennt, ich bin die Naomi Blackie und ich freue mich, euch zu begrüßen in meinem YouTube-Kanal. Und heute habe ich gedacht, ich mache einen Kartoffelsalat und möchte euch zeigen, wie ich Kartoffelsalat mache. I'm going to share with you a video, how to make a potato salad. Why am I saying Kartoffel? I use my German every day, and sometimes I mix the words, so I'm sorry. I'm actually supposed to say potatoes, but I say Kartoffel. Now you've learned what potatoes are in Germany. So what I just wanted to say is potatoes are German's best, or one of the favorite German food, and they make a lot of potato salad. Ich möchte euch noch ein ganz kurzes Video zeigen, wie ich meine Kartoffelsalat mache. Und ich weiß, es ist typische deutsche Küche, und ich habe es von meinem Mann gelernt, wie man Kartoffelsalat macht. Und ich werde euch zeigen. Ich habe jetzt meine Kartoffel hier. Ich habe sie schon gekocht, geschält, und dann werde ich einfach klein schneiden und würzen. Und ja, schau einfach mal zu. So guys, I'm going to show you how to make potato salad. It's something that is just typical Mama. German, and it's like their one of their favorite foods. So I'll show you what to do, how they make their potato salad. I've cooked the potatoes and I've peeled them. So I'm going just to cut them into pieces and spice them up. So meine Kartoffeln sind schön klein geschnitten, ihr seht, und ich werde sie jetzt würzen. Und ein Tipp von mir, für die, wo vielleicht anders eure ihre Kartoffelsalat anders machen. Ich habe das von meinem Mann gelernt, der ist ein Deutscher und er hat mir das beigebracht, dass man die Zwiebel vorher bratet. Die schmeckt besser in dem Salat drin, und wenn du das gebraten hast, dann kannst du halt ein bisschen Wasser reintun und dann ausschalten der Herd und dann würzen. Und nachher das Ganze tust du auf diese Kartoffelsalat kießen und dann einfach schön mischen. Und da hast du wirklich einen Kartoffelsalat hinterher mit einem richtig. I already cut my potatoes, they're ready. And I'm going to fry onions just a little bit brown. And after that, I'm going to put the salad spices, I mean what I use for my salad, but there is specific potato salad spice also you could use. So I'm going to fry my onions with a little bit of oil, and then put some water, a little bit of water, like a half a glass of water. And then I'm going to add the spices, the vinegar, a little bit of salt, potato salad spice, a little bit of paper, and then I'm going to put like this whole mixture over the potatoes. So that is how I basically make my potato salad. And if you like, you could just put for decoration some spring onions, but
actually it will be ready to be eaten like that. Before I forget, it tastes really good. So guys, I'm going to show you practically what I actually mean. I have my pan on the stove, so I'm going to put a little bit of oil and let the oil cook until it's hot enough, and then I put my onions, and then after that I'm going to put half a glass of water and put in the rest of the spices. So meine Lieben, ich habe jetzt mein Herd an. Das Öl ist auch heiß genug. Meine Zwiebel habe ich schon geschnitten. Das ist das, was ich gemeint habe, wie ich meine Kartoffelsalat vorbereite mit gebratenen Zwiebeln. Dann werde ich einfach quasi die geschnittenen Zwiebeln da rein tun und koche sie nur ein bisschen. Ich brauche noch einen Kochlöffel. So, ich lasse es ein bisschen kochen, und wenn es ein bisschen braun geworden ist, dann werde ich einfach ein halbes Glas Wasser darauf gießen, und ja, dann kommt halt Essig drin, ein bisschen Pfeffer, Salz, und wenn du möchtest, kannst du mal vielleicht geschnittene Gurke, also ganz, ganz dünne Scheibe reintun, oder Schnittlauch, wie man möchte, aber wir machen einfach nur so grundsätzlich und kann man halt später dekorieren, wenn man möchte. Also meine Zwiebel sind schon braun, ein bisschen, dann werde ich einfach das euch zeigen. Jetzt mache ich jetzt den Herd aus. I'm switching off the oven. So I need a glass of water. Okay, I need half a glass of water. So I'll just wait until it's a little bit cooled, and then I'm going to add a little bit of water and add my salt, add my salad, potato salad spices. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser in die Zwiebel reingetan. Das ist meine Kartoffelsalatgewürz, was ich gerne nutze. 1-2 Löffel. Salz habe ich ja schon, ein bisschen Pfeffer und dann tue ich noch ein bisschen Essig. So, I have got my Vinegar. I don't need oil, ich brauche kein Öl mehr, weil ich habe schon mal mit der Zwiebel gedünstet. I already fried the onions with oil, so I don't need oil at this time. Dann machen wir noch, I need the potato salad, vinegar, salt and pepper. And then I'll be done. So I take this mixture, just kind of mix it well. Dann rühre ich das nur ein bisschen vorsichtig. Und wenn es noch ein bisschen heiß, am besten auf deinen Kartoffelsalat drauf gießen. Und dann zieht es richtig rein in den Kartoffelsalat. So, the best thing, this is just a tip, what I learned from my husband, because he's German. He told me, you make that sauce, everything, when it's still hot, and pour it to the potato, and then you mix your potato salad when that mixture is still hot, so that it goes like really into the potatoes to give it the real taste. So that's what I'm going to do now. My potato bowl here is here.
So I just pour everything in here. Ist jetzt alles da? I have everything here. So I just have to mix it. Gehe ich nur so rein, tue es mischen und dann bin ich eigentlich schon fertig mit meinem Kartoffelsalat. So, my potato salad is ready. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit genommen habt und mich zugeschaut beim Kartoffelsalat vorbereiten. Und wie gesagt, ich freue mich auf euch, neue Freunde kennenzulernen. Und ja, ich mag gerne eigentlich kochen, ganz gerne, ich koche gerne. My potato salad is now ready and I'm just going to show you the results. Yeah, it's very easy. When you're doing barbecue, you can serve potato salad with barbecue. You can eat potato salad with fish. You can eat potato salad with sausages. So for those who don't know what to do or have never done or made cut of potato salad, then you know you can serve it with sausage. You can serve it when you're doing barbecue. You can serve it with fish. And just try it out, please. And please give me your feedback. I wish you all the best, good luck on doing this recipe. Also Leute, ich bedanke mich sehr und unsere Kartoffelsalat ist fertig. Ist ganz normal, ich habe kein Mayonnaise drin gemacht, weil wir keine Mayonnaise essen. Manche Leute wollen oder lieben das, dann kannst du gerne da rein tun. Und ich werde einfach ein bisschen garnieren mit Paprika. Ups, Paprika. Und dann bin ich fertig. So, das ist unsere fertige Kartoffelsalat. I just decorated with paprika, red and green paprika. And of course, some people like eating mayonnaise, and if you like eating mayonnaise, you can put it inside. So, no problem with that. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß, mein Rezept nachmachen. Ich freue mich, und von euch zu hören. Und bis bald. Ciao, ciao. Bye, bye. See you soon.